Ledka von deinem herzigen Knuddelgesicht nicht täuschen. Schon in ein paar Monaten wird dieser kleine Malinois ein Polizeihund sein. Und zwar ein richtiger. Der Styx hat übrigens einen prädestinierten Namen, wenn ich der Feldwebel, Chef der Hundegruppe bei der Kantonspolizei Wallis, erklärt. Je ne sais pas si c'est prédestiné, mais selon la mythologie grecque, c'est le nom d'un fleuve dans lequel il a été trempé et le rendrait invulnérable. Donc espérons qu'il le soit. Und wie es die Tradition will, ist der Styx von einem von unseren Polizisten von der Hundegruppe adoptiert gekommen. Der 41-jährige Feldwebel ist jetzt nämlich seine Bezugsperson. Seine erste und wichtigste Aufgabe ist, dem Styx möglichst viele Erlebnisse zu ermöglichen. Im besten Fall positive. Wenn er dann nämlich einmal Vertrauen zu seiner Umgebung gewonnen hat, kann er dann also richtig mit dem Training starten. Alors là, il va partir sur deux ans de formation à plein temps, tous les jours. Plus des entraînements spécifiques. Cette formation, elle comprend tout ce qui est l'obéissance, la défense, plus communément appelé le travail de mordant, la recherche de personnes en intérieur, en extérieur, et puis le pistage de personnes disparues ou de cambrioleurs qui auraient pris la fuite, par exemple. Puis d'ici deux ans, il y aura un examen opérationnel pour qu'ils puissent être utilisés dans le terrain. Sobald das der Styx seine Zertifizierung als operativer Verteidigungshund in der Tasche hat, kommt die Zeit der Spezialisierung. Il sera soit des stupéfiants ou d'autres modules qu'on aurait besoin, typiquement les explosifs, la recherche de personnes décédées. Enfin, plusieurs spécialisations existent. Normalement, en Valais, on reste sur le domaine des stupéfiants. Und erst dann, wenn er diese ganze Etappe erfolgreich absolviert und sich seine Sporen hart erarbeitet hat, wird er sich stolz seinen vierbeinigen Polizeikameraden anschließen. Und da wird er auf spielerische Art und Weise für die Sicherheit der Walliserinnen und Walliser sorgen. Der Styx wird also gross und unverwundbar, wie es seinen Namen schon so schön voraussagt.